Willkommen zu einer neuen Aufnahme. Eine Sekunde. Entschuldigung, ja? Wait, no! Hi there, how you doing, Nigel? Not that it's any of my business, but last time I saw you, you did seem to be on quite a lot of drugs. I'm slightly worried about you, my friend. Anyway, I'll see you later. Bye-bye. Ja. Also das war... Ich habe keine Ahnung, wer das war. Und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Surgeon Simulator 2013. So, das letzte Mal haben wir ein Herz transplantiert und ich wollte mir das mal ansehen. Was zum Teufel ist das? Also offensichtlich kann man später auch im Rettungswagen, schätze ich mal, Leute auseinandernehmen. Not yet, Nigel. Okay, dann... Gehen wir endlich mal an die Nieren. Gehen wir immer an die Nieren. Okay. Transfusion, ich wollte Konzentration sagen. Ich sehe wieder nichts, weil ich wieder... ...meine Brille aufhabe. Hübsche Nieren. Okay. Dann wollen wir mal, nicht wahr? Erstmal. Ja. Das kann weg. Chirurgen hören ja bei OPs wirklich Musik, ne? Weil OPs ziehen sich wirklich lange. Okay. Nee, hier nicht. Warte. Na? Ha! Hast du das gesehen? Das war... Ups. Ups. Absolut. Pro-like! Jetzt stecht das da rein! Gut, dann halt nicht. Gut, solange er kein Blut verliert, ist alles okay. Ah, da! Hier. Genau, nichts. Hab ich's? Nee. Konzentration. Fuck. Na? Ich sehe nichts. Ich sehe kaum was. Alles ist verschwommen. Hab's durch. Okay. Da muss doch noch irgendwo geschnitten werden, oder? Er verliert noch kein Blut, oder zumindest nicht großartig. Wo lege ich das am besten hin? Passt. Mal testen. Reißen wir dir erstmal den Dickdarm raus. Yeah. Wenn es gehen würde. Ne? Ich habe wirklich... grauenhafte Probleme mit der Steuerung hier. So leid es mir tut. Da muss ich doch noch mal ran. Ich sehe das doch. Da. Da. Oder hier? Aha. Okay. Der Patient verliert noch kein Blut. Warum auch? Ich habe ihm gerade nur den Dickdarm rausgerissen. Aha. Ach ja, und das war der Magen, nicht die Blase. Vollhorst, hätte ich auch wissen können. Na? Don't worry, guys. I got this. I know what I'm doing. Na? Schneid die Scheiße doch raus, ey. Geht doch. War das so schwer? Aber der verliert immer noch kein Blut. Ich glaube, das wird erfolgreich hier. Außer ich mache jetzt irgendwas Fatales. Irgendeinen fatalen Fehler. Hier, du kriegst deinen... Darm ins Gesicht.
Den brauchst du eh nicht mehr. Eventuell ist hier noch was drin. Okay. Dann müssen wir jetzt die... Da unten ist noch ein Stück Ding... Dingdarm. Dickdarm. Komm, gib mir das. Kann ich das nicht raus? Ah. Puh, dann halt nicht. Als ich mal beim Arzt war, die mir versucht, Blut abzunehmen, haben mir fünfmal in den Arm und fünfmal in den anderen Arm gestochen, bis sie endlich meine Vene getroffen haben. Und dann fragt die Arzthelferin auch noch so behindert, bist du geizig oder was? Und natürlich sagte sie dann auch, ja, sag aber nicht, bei welchem Arzt du warst. Ne, sonst Ruf zu verlieren und so. Yeah. Seitdem war ich da nicht mehr. Na? Okay. Hör doch auf den Hammer, so da... Genau! Na? It's okay. Shh, it's okay, it's okay. So, mal sehen, ob ich diesmal die Spritze kriege. Ja! Okay. Jetzt verliert er nämlich kein Blut mehr, wie man oben an der Blutanzeige sehen kann. Ich mach das hier richtig professionell. Oh nein, ich habe jetzt bisher... Ja gut, die Leber kann direkt mit raus. Die muss eh raus. Hab's bisher noch nicht weitergespielt. Ich wundere mich auch gerade, warum ich so einen guten Run hab. Aber ich bin froh darüber, um ehrlich zu sein. Ich meine, hey. So. Der Darm liegt da oben ganz gut. Wer hat ihm eigentlich den Nagel in den Brustkorb gerammt? Darum würde ich mir mehr Sorgen machen. Muss ich das nicht auch erst losmachen? Ah, sag ich doch. Okay, Sekunde. Ich muss jetzt sehr feinfühlig... Feinfühlig! Pff. Hang on. Na? Come on. So. Okay. Now. Eins. Na? Hallo, ich schneide das Ding da voll durch. Jetzt ist ab. Ich mache das richtig höchst professionell und so. Mir fällt auch gerade nichts ein, was ich Lustiges sagen könnte. Na? Lass mich dich greifen. Also eine ist schon mal raus. Hallo? So. Na? Ha! Sie hat sich bewegt. Schon mal ein Anfang. Das gibt's doch gar nicht. We're doing great, guys. Come on. Let me grab you. Come on. Ha! Yes! Nein! Ah! Come on. Ich werd hier gleich mad. Gott, lass mich dich greifen, du blöde Niere. Oh mein Gott, are you serious? Ja, danke. Hier, friss das. Blöder Wichser. Sekunde. Hier.
Fucker! Take that! Und... Yeah, so. Yeah. Okay. Jetzt habe ich mir gerade mal schnell zwei Achievements geholt, die man wahrscheinlich nicht sieht, weil mein Gesicht das überdeckt. Aber das gibt Achievements. Die Achievements hier sind witzig. Sie sollten den Daumen von Space runternehmen, auf STRG hauen. Eine. Boah, die fällt sogar in ihr eigenes Muster. Unglaublich. Okay, jetzt nur noch die hier irgendwie. Na? Komm schon. Boah, Digga. Können wir die Niere nicht einfach so drin liegen lassen? Hauptsache, sie ist drin. Im Herz war es doch auch nicht anders. Ich hatte sie doch! Na? Das Spiel macht mich ein bisschen mad. So langsam aber sicher. Irgendwie. Ich sehe nix. Okay. Na? Okay, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, ja? Keine Hektik, keine Hektik. Finger deine Organe! Gib doch zu, du stehst drauf, Bob. Da waren viele kaputte Organe. Das muss echt grauenhaft sein. Wer hat ihm eigentlich die Organe wieder reingemacht nach der Herztransplantation? Ich muss zugeben, der Chirurgie-Simulator ist wesentlich cooler als jeder andere Simulator. Oh mein Gott, ich rück das gleich zurecht, indem ich einen Stift reinhau. Den hier. Den ich noch nicht mal nehmen kann. Okay, okay. You've got to be kidding me. Okay, wir haben es geschafft, eine Niere zu transplantieren. In der nächsten Folge, verdammt, werden wir dann eine Gehirntransplantation durchführen. Ich freue mich schon darauf. So, das war's für heute. Hör auf mit dem Finger irgendwo. Wieso immer Bob? Kann ich den Namen vielleicht ändern oder so? Nee, ne? Reggae und so hier. Peace. Vielleicht schaffe ich es ja mal, das Telefon. Also langsam komme ich. Ich heb mir gleich das. Was war das, Sir? Down on the High Street the other night, wearing a green surgical gown covered in blood and a mask. There is something to be said for a fashion statement, but it's not Halloween yet, mate. Jetzt habe ich das Telefon, da steht eine Nummer. So, jetzt ruft jeder mal das an. Okay. Gut, danke fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Daumen nach oben poken. So, so, ganz leise. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal, wo ich jemanden auseinandernehme.